Zu uns in die blaue Ecke kommt ebenfalls aus den USA Cleveland Foots. My family tree consists of drugs and thugs and kids. Shrugs, looking up on them, screaming, fuck they fed. I got fights for my father, and I'm told that it's me. Nigga, get out of your ass, you better be rich. They say the food's in the game, but I'm scared of you. No, nigga, go ahead, you know that nigga you. Now who won? Get your cash off of M.O.B. That's my own business, cause they believe in me. Now who took? It's a harbor, watch the front, keep your business. Aus Boston in den USA, Naji Shahid. Liebe Boxsportfreunde, es ist soweit. Zu uns kommt der Olympiasieger aus Atlanta. Sie wissen, er ist der erste weiße Goldmedaillengewinner im Schwergewicht seit 36 Jahren. Und für ihn gibt es nur eine Einmarsch, eine Walk-in-Musik. Simply the best. Und hier ist er, Wladimir Klitschko. September 1995, 106,7 Kilogramm schwer, 1,86 Meter groß, 30 Jahre alt. Sein Rekord als Profi, 17 Kämpfe, davon 16 Siege, 8 davon durch K.O. und ein Unentschieden. Er ist ungeschlagen, kommt aus Boston in die USA, er ist der Herausforderer, Naji Shahid! Seine Ecke, sein Trainer Kurt Rieder und Michael Capiello. Die rote Ecke. Profi seit November 1996, 105 Kilogramm schwer, 2 Meter groß, 22 Jahre alt. Sein Rekord als Profi, 19 Kämpfe, alle gewonnen, davon 17 vorzeitig. Aus dem Boxstall Universum Box Promotion aus Hamburg, der Titelverteidiger, Wladimir Klitschko. Seine Ecke, sein Trainer Fritz Zunek und ein herzliches Willkommen an seinen Bruder Vitali Klitschko. Ich darf Ihnen die Offiziellen vorstellen, Ringrichter Bob Loges, Belgien, Aufsicht BBC, Supervisor Mauro Betti, Italien, Punktrichter Walter Schall, Österreich, Kurt Ströer, Deutschland, Daniel van der Wiel. Boxen wird Ihnen präsentiert von TV Spielfilm. Ihrer Programmzeitschrift. Dr. Mulgier. Ja, das stimmt. Was wissen Sie noch nicht? Der Herausforderer, der farbige Amerikaner, ist 14 cm kleiner als Wladimir Klitschko. Mit seinen 2 Metern. Er bekommt etwa 30.000 Dollar. Der farbige. Und mal sehen, was Wladimir Klitschko macht. Beide haben im Mai bzw. Juni gekämpft und beide haben ihre letzten Kämpfe gewonnen. Der Rechtsausleger in der schwarzen Hose. Yeah!
Klitschko hat den rechten Ellbogen vor der Leber liegen. Er achtet also auf den linken Haken, der eben kam, der zur Leber kommen sollte. Und er geht mit seinem rechten Haken etwas sparsamer um als sonst. Er lässt sich Zeit. Pociunek hat gesagt, der Wladimir ist unschlagbar. Naja, wollen wir mal sehen. Ja, da liegt der rechte Ellenbogen. Da kommt immer wieder der linke Haken hin. Der Amerikaner weiß natürlich Bescheid über die rechte Hand von Klitschko. Und da käme vielleicht bei Wladimir ein linker Haken. Ein linker Haken, denn rechts oben ist der Weg offen. Da fällt er. Da fällt er um. Das Aus. Das ist das Aus. Aus. Erste Runde K.O. Was für eine Sensation. Und die Zuschauer stehen da und applaudieren ihn. Das wollen wir uns nochmal angucken. Da kam die Rechte aus heiterem Himmel. Da waren die Beine völlig weg bei Nazim Shahid. So, wo ist die Zeitlupe? Achtung! Das war er. Der rechte Haken, eine unheimliche Kraft dahinter. Nochmal. Ich hatte gerade den linken Haken angesprochen, der sollte kommen. Und er schafft es doch noch mit dem rechten Haken. Und ein schwerer K.O. für Shahid. Sieger durch K.O. in der ersten Runde nach 2 Minuten und 45 Sekunden. Und damit neuer und alter WBC International Champion aus dem Boxstall Universum Box Promotion aus Hamburg, Wladimir Klitschko! Also, das war eine Sensation. Und der Bruder, der stand auch in der Ringecke, der wurde gar nicht gebraucht. Und